Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du in schwierigen Abi-Fächern sehr gute Noten bekommst und dabei ist es nahezu vollkommen egal, welche Noten du bisher hattest. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Egal, ob du einfach nur eine Wahl getroffen hast, die du vor 2 Jahren gemacht hast und jetzt mittlerweile total bereust, ob es einfach nicht anders ging oder ob das Fach grundsätzlich schwierig für dich ist, du stehst vor dem Abiturfach und denkst dir, shit, es zählt so viel. Aber ich bin da einfach nicht gut drin. Was kann ich denn jetzt machen? Genau hier kommt jetzt deine Lösung. Erstens, Respekt senken. Wenn du von vornherein denkst, oh, es ist so schwer, ich habe das eh nicht, ich check das nie, guess what? Dann wirst du dich auch nie über diese Grenze anstrengen, wo du es auch erstmal ernsthaft verstehen kannst. Deswegen bau dir da nicht so eine mentale Barriere im Sinne von, oh, ich kann das nicht. Es gibt so viele Leute, die überhaupt nicht intelligenter waren als du und in dem Fach, worüber du gerade denkst, oh, das ist so schwer, richtig gute Noten geschrieben haben. Das vielleicht sogar mit Leichtigkeit. Und das kannst du auch schaffen. Das kannst du auch schaffen. Das erste Fundament dafür ist nur, dass du auch wirklich dran glaubst. Zweitens, entspannt Thematik betrachten. Weil die allermeisten, dadurch, dass sie so einen großen Respekt haben und das schon so als so ein schwieriges, unlösbares Abi-Fach abgestempelt haben, sind so, oh ja, ich kann das eh nicht, ah, geht ja nicht, oh mein Gott, warum habe ich es gewählt? Oh nein, 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 nein. Genau das musst du ablegen. Du musst erst den Respekt senken im ersten Schritt und dann schau dir einfach nur mal die Thematik an. Ohne gleich zu denken, oh shit, ich muss da diese Prüfung machen, im Sinne von, dass du dich gleich sofort damit identifizierst, nicht wieder zu einem persönlichen Problem machst, sondern so total distanziert. Einfach nur, okay, was muss man denn eigentlich in diesem Fach machen? Was werde ich denn eigentlich in dieser Abiturprüfung gefragt? Wenn du das nicht weißt, frag den Lehrer. Versuch es im Internet herauszufinden. Schau dir das Buch an, schau dir die Heftenträger an, schau dir den Stoff an. Und dann versuch mal, das ist der entscheidende Schritt hier, versuch mal für dich, so simpel wie möglich, am besten in einem Satz mit ganz einfacher Sprache auszudrücken, was du da tun musst. Ja? Zum Beispiel, anstatt zu sagen, oh, ich muss da eine Gedichtsanalyse machen. Ja? Das ist, oh, Gedichtsanalyse, so schwierig, so schwierig. Was muss man denn bei einer Gedichtsanalyse machen? Ja, ich muss ein Gedicht analysieren. Was bedeutet denn Gedicht analysieren? Und dann versuchst du eben immer weiter, immer diese, so analysieren einfach diese Fachbegriffe raus und einfach möglichst simpel beschreiben, ja? Weil dann kommst du am Ende, ich bin jetzt überhaupt kein Profi mit Gedichtsanalysen, also ich habe die nie gemacht, ja? Bei mir ist gerade in diesem Kopf Gedichtsanalyse, oh mein Gott, zum Glück muss ich keine Abi-Prüfung schreiben, aber sonst müsste ich auch diese Schritte jetzt durchgehen. Aber ich denke mal, bei einer Gedichtsanalyse kommst du dann am Ende irgendwas raus, so, naja, das ist eigentlich einfach nur ein Text mit einer gewissen Message, der vielleicht in einem Reimschema, in Form von Reimen halt dargeschrieben wird. Und meine Aufgabe ist einfach nur herauszufinden, wie ist das Ganze aufgebaut, und was ist die Message davon. Zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob das exakt korrekt ist, aber verstehst du auf einmal nicht so, ey, das ist ja, du hast wahrscheinlich fast das an dem Ende das Gefühl, wenn du es richtig machst, das ist voll die Kindergartenaufgabe, ja, und so bringst du dieses, oh mein Gott, wie schwierig ist dieses Abifach bitte, auf deine Ebene und du merkst, ey, irgendwie, ich kann da ja voll was mit anfangen. Drittens, konkrete Verbesserungsschritte gehen. Dieses Fach, wenn du anfängst, oh mein Gott, ist erstmal wie so ein riesiger Berg. Ja, stell dir so einen richtig hohen Berg vor, der sogar über die Wolken noch hinausgeht. Weißt du, und du guckst, du kannst gerade so hoch gucken, aber da kommen schon die Wolken. Du weißt nicht mal, was da oben ist. Ja? Also für mich, bevor ich 15 Punkte im Deutsch-Abi geschrieben habe, für mich waren so allein nur eine 2 in Deutsch war für mich so, was ist mit den Menschen los, die sowas schaffen? Ja? Ich in der 11, ich dachte, wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? Ja? Aber dann habe ich mich damit beschäftigt, was man eigentlich machen muss. Auf einmal fällt es super einfach. Das Wichtige ist nur, dass ich eben den Respekt gesenkt habe, mir überlegt habe, okay, was muss ich denn eigentlich konkret machen? Und dann habe ich einfach angefangen. Ich wusste auch am Anfang nicht, ob ich überhaupt mal eine gute Note schreiben kann oder so. Mich haben alle ausgelacht, als ich gesagt habe, ich schreibe jetzt 15 Punkte im Abitur. Aber ich habe halt dran geglaubt, wusste auch nicht genau, wie das da oben aussieht, so wie man sich fühlt als Einser-Deutschschüler. Ja? Das war ich das letzte Mal damals in der dritten Klasse, als man Erlebniserzählungen geschrieben hat. Und trotzdem bin ich aber einfach einen Schritt nach dem anderen gegangen. Ja? Ich habe mir gedacht, okay, wie ist denn die Gliederung überhaupt? Was charakterisiert denn das? Was unterscheidet denn die Aussatzart von der Aussatzart? Ich bin einfach konstant durchgegangen und auf einmal gehst du Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und auch wenn sich das zwischenzeitlich so mühsam anfühlt, ja, auch wenn du versuchst, in Mathe zum Beispiel aufzuholen, denkst du dir, ey, ich check das nicht und ich beschäftige mich nur noch mehr mit Dingen, die ich nicht check. Aber auf einmal macht es, denkst du, wow, krass. Ich stehe auf einmal oben auf diesem Berg und ich check alles. Und genau da rein musst du einfach vertrauen, um diesen Verbesserungsprozess auch überhaupt einleiten zu können. Viertens, auf Fundament achten. Das ist wirklich das Allerentscheidendste, gerade eben, wenn du davor extrem schlechte Noten hattest und denkst du, ich komm überhaupt nicht klar. Ich komme überhaupt nicht klar.
Das Allerwichtigste ist, dass du dich als allererstes mal auf das Fundament konzentrierst. Also was zum Beispiel in Mathe die absoluten Basisverfahren. In Deutsch, wie sind die Aufsätze aufgebaut? Überhaupt? Was unterscheidet die voneinander? In Geschichte, in sowas wie Geografie, Wirtschaft. Was sind so die grundlegenden Prinzipien, die grundlegenden Zusammenhänge? Weil die sind einfach allgemein gültig. Auf die kannst du dich immer verlassen. Und genau auf die sollst du dich orientieren. Weil dann hast du erstmal so ein gutes Gefühl von, okay, ich verstehe das alles und wie das irgendwie alles zusammenspielt. Und dann kannst du eben auch in die höheren Bereiche, wo dann weiter drüber hinaus denkst, noch ein paar Details mit einbaust, das kannst du dann dir alles Stück für Stück auch dann wirklich erarbeiten. Fünftens, externe Quellen nutzen. Gerade wenn es einfach bei dem Fach, entweder weil es bei dem Lehrer nicht Klick macht oder einfach weil so wie die Inhalte in der Schule rübergebracht werden, das einfach bei dem Fach für dich so nicht hinhaut, ja? Dann versuch vor allem externe Quellen zu nutzen. Weil das Geile an externen Quellen ist, dass es erstens super leicht ist, ja? Wenn du zum Beispiel, bisher warst du in Sozialkunde oder in Politik immer super schlecht, ja, und schaust dir auf einmal eine Dokumentation über den Bundestag an, anstatt auswendig zu lernen, wie der Bundestag aufgebaut ist. Und wenn dir das bisher überhaupt nicht getaugt hat und du die Doku anschaust, dann bringt dir das vielleicht voll viel, weil du denkst, ey, irgendwie ist das voll spannend, weil das die Doku ganz anders rüberbringt. Und das Geile an der Doku ist, dass es gleich auch eben Wissen dir bringt, was über den Stoff hinausgeht und dir dann eben auch wirklich 15 Punkte bringen kann oder eben zumindest mal eine sehr gute Note. Und das ist einfach mega geil. Das solltest du unbedingt nutzen. Ist auch viel angenehmer als dieses klassische Lernen. Trotzdem solltest du dann, wenn du die externen Quellen genommen hast, dich vor allem natürlich auch wieder auf das fokussieren, was ihr in der Schule besprochen habt, weil das wird natürlich in der Regel auch im Abitur abgefragt. Wenn du dich auf dein Abitur ideal vorbereiten willst oder jetzt auch schon in der 10. oder 11. Klasse in der Oberstufe richtig geil durchstarten willst, dann komm gern in unser Traumabitur-Coaching-Programm. Alles, was du dafür tun musst, ist unter diesem Video in der Beschreibung den allerersten Link auswählen, wann du Zeit hast. Dann ruft dich jemand von unserem Team an, schaut, wo stehst du, wie können wir dir helfen, und wenn das Ganze dann zutrifft, kannst du persönlich mit mir sprechen und hast dann sogar die Chance, mich als deinen persönlichen Coach zu gewinnen. Deswegen einfach hier unten im allerersten Link auf den Link klicken, eintragen, und dann hören wir uns schon bald. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leben.